Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout New Vegas. So, jetzt bin ich hier reingerannt und muss, glaube ich, gar nicht hier hin, oder? Ich soll hier mit irgendeinem Typen reden und ich soll die Typen platt machen. Genau, denn ich wollte jetzt mal eben hier dieses ganze Drei-Karten-Kopfgeld-Dings hier abschließen. Irgendwer kann uns dabei helfen. Sollen wir eben schauen. Das ist der Little Buster, oder wie er heißt. Der dauernd woanders ist. Ach, der ist in seinem Zelt hier. Keine Einschienenbahn zum Strip? Wo sollen wir denn unseren Freigang machen? In Freeside? Ach, der Typ ja, ist das. Ja, bin immer noch hier. Scheiße, ich habe ja nichts Besseres zu tun, oder? Metadatry sagt, ich soll sie wegen Cook fragen. Der Vergewaltiger mit dem Flammenwerfer? Das ist eine Kombination, von der ich mich verdammt nochmal fernhalten werde. Ich habe ihn eine Weile verfolgt. Darin bin ich gut. Leute beobachten, ohne dass sie mich sehen, wissen Sie? Ich konnte nur eins über den Arsch rausfinden. Er hält sich ein paar Brahmin. Die meisten brät er, wenn ihm danach ist. Aber es gibt ein Weibchen. Sein Haustier oder so lässt niemanden in ihre Nähe. Wenn jemand diese Brahmin erledigen würde, wäre er sicher tierisch angepisst. Vielleicht würde ihn das unvorsichtig machen. Hey, klar. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bade ich vielleicht schon in Kronkorken, was? Aha, so können wir ihn also überwältigen. Wir töten seinen Lieblings-Brahmin Queenie, Komma weiblich, Komma. Fragezeichen, Ausrufezeichen. So, wo müssen wir jetzt hin? Einfach nur raus, okay. Ja, da holen wir uns also mal die Kopfgelder, würde ich sagen. Dann haben wir aber so viel, wir haben so viel Kram, den wir verkaufen müssen. Wir müssen irgendwann wieder zum Strip. Oder sollen wir eben sofort hingehen und die Uniform und sowas alles abgeben? Ich würde sagen, ja. Dann haben wir das Inventar von unserem Begleiter dann zumindest schon mal weg. Wir waren jetzt in der Vault und waren bei den Unholden in der letzten Folge. Jetzt machen wir dann einen kleinen Ausflug zum Strip. Gucken, wo wir da am nächsten rankommen. Nordtor. Fabrik. Krankenhaus. Das Blöde ist, dass man immer beim Strip immer einmal quer durch das ganze Gelände latschen muss, durch mehrere Ladeschirme. Aber wir kommen dafür auch ein paar Händlern vorbei. Schon mal was von den Teamsphäre gehört, Junge? Wobei ich mich jetzt frage, warum man nicht zum Strip direkt reisen kann. Was ja eigentlich eine praktische Sache wäre. Und guck mal, wir haben das ganze Gebiet hier auch noch nicht entdeckt und aufgedeckt und erkundigt. Brauchen Sie was zu beißen? Sie so, der hat wieder Gecko Steaks, die können wir wieder kaufen. Das lassen wir mal. Die Frage ist, was wir dem verkaufen können. So, Hydra wollen wir nicht. Aber die ganzen anderen Sachen hier. Jet. Von Junkfood fern wir dick. Kaugummi brauchen wir nicht. Kleinkalibergewehr, weiß ich nicht. Ein Lasergewehr brauchen wir nicht. Ich hatte ja auch viele Sachen mitgenommen, die wir verkaufen wollten. Aber die habe ich, glaube ich, den anderen gegeben, ne? Stealth Boys behalten wir mal lieber. Ein Ödland-Omelett, das gibt ja richtig Kohle. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich könnte jetzt auch noch zu den Händlern gehen, wo wir besseren Ruf haben. Aber es ist natürlich auch Wahnsinn. Das ersparen wir uns mal. Ich überlege gerade, ob wir hier immer die Karte auch noch aufdecken sollen. Oder ob wir direkt weitergehen sollen dahin, wo wir hinwollen. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen blöd, dass man dann immer erst hier durchlatschen muss. Da hinten ist ja auch noch was zum Entdecken zur Not. Ja. Hey, helfen Sie ja, nicht den Leuten hier in der Gegend? Yukagagabuma-Frucht. Können wir an dieser hier Tonne da eigentlich kochen? Nö. Gut, dann gehen wir eben zu H&M. Wenn man das kaufen kann, finden Sie es im Mick & Ralphs. Oder M&R, von mir ist auch das. Mick & Ralphs erhoffe ich mir, dass wir da vielleicht die ein oder andere guten Deal mit Waffen oder Ausrüstung machen können. Wo war denn der Laden?
zur Flamme wieder speichern. Mick and Ralphs. Das war doch hier irgendwo. Da steht dieser Dealer schon wieder rum. Den haben wir doch verscheucht. Der sollte doch hier nicht mehr rumdealen. So. Also, vielleicht haben wir da die Möglichkeit, jetzt mal die eine oder andere gescheite Waffe zu kaufen. Oder... Sie spielen den Schuldeneintreiber für die Garretts, was? Irgendwer muss ja die Drecksarbeit machen. Das ist aber schon länger her. Was haben Sie auf Lager? Werfen Sie mal. So, gucken wir mal. Das ist alles Standardzeug. Altmetall, Chlorglasbehälter. So, der hat nichts Besonderes. Meine Dienste stehen nur zur Verfügung, wenn der King grünes Licht gibt. Wer ist der King? Sie haben noch nichts vom King gehört? Leben Sie unter einem Stein oder sowas? Der King hat in ganz Freeside seine Jungs. Er kontrolliert die Wasserpumpe und ist im Wesentlichen der Ansprechpartner für alles, was hier passiert. Das hatten wir doch schon. Komm. Dann ist es halt der andere Typ, der mir helfen kann. Wo ist er denn? Ah, da ist er doch. Ja, sieht nicht so gut aus. Ich habe von ein paar Sachen gehört, die sie in der Gegend machen. Schön, dass mal jemand etwas verändert. Ich möchte mir gerne die besonderen Gegenstände ansehen. Folgen Sie mir. Oh. Wie gesagt, nur bewaffnet. Ja. So. Was haben wir denn? Du hast hier jede Menge... Wohl drei Overalls. Oh, was hat denn der hier alles? Abgesiegte Schrotflinge ist Quatsch. Plastik-Sprengschrauber, Granaten-MG... Nee, Katana. Kleiner Teufel, aha. Boah. Das ist ja mal geil. Nuka Breaker. Plasma Granate, Power Force, das haben wir ja alles. Stachel, ja, Trennmesser, das haben wir auch dabei. Mehr Schaden bei kritischen Treffern erhöhte Umarmung des Schreckenkönigs. Mhm, da könnten wir demnächst mal rankommen, so. Kleidung. Ja, Kleidung war nichts dabei. Ja, okay. Also wissen wir schon mal, hier können wir irgendwann mal ordentlich einkaufen, denn dann können wir auch gleich wieder günstig verkaufen, weil der hat dann wieder Geld von uns bekommen. Dann würde ich sagen, verkaufen wir jetzt mal eben die scheiß Overalls. Tja, hat wohl nichts gebracht mit dem Patch. Hatte ich aber auch eigentlich gesagt nicht erwartet. Willkommen zurück. Obwohl, ist ja mit dem Video für euch, ne? Für mich ist es halt zusätzliche Schnibbelarbeit. Ja, und was wäre das cool, wenn man dann einfach hier weiter durchlatschen könnte? Warum gibt es ja eigentlich so viele Schläger, wenn doch eigentlich der King hier für Ordnung sorgen tut? Eigentlich. So, wir wollen mal eben die Vaults loswerden, die Vault Overalls. Hallo. Bis bald. Bis nächstes Mal. Gut, dass diese Wachen hier überhaupt nichts tun. Außer, dass sie mich schon mal im Zweifelsfall angegriffen haben. Ja, und diese ganzen Ladeschirme, die machen mich echt kirre. Ja, dann müssen wir noch die ganzen Leute kennenlernen. Also, was als nächstes auf der Agenda stehen würde, würde ich sagen, diese paar Quests, die jetzt erstmal offen sind, erledigen. Die Leute hier kennenlernen. Das machen wir ja damit teilweise schon. Das heißt also, wir... Lernen die Leute... Was hat der denn für ein Problem? Mann, Mann, Mann. Oder die da vielmehr. Die Veronika.
Ja, denn wir haben das Questlog voll. Wir wollen ein bisschen XP sammeln. Und ich glaube, dass wir im Zuge dessen, dass wir die Quests erledigen, auch die ganzen Leute besser kennenlernen. Hoffe ich zumindest. So, dann wollen wir mal Overalls verkaufen gehen. Wo war denn das? Hier war das, ne? Volt 21. Glaube ich. So, jetzt müssen wir erstmal die Overalls einsammeln. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Komm, ist ja auch zu Mammon hier. Ich nehme die Sachen ja weg. Kleidung. Oh. Edie! Gib mir mal die Overalls, Edie. Ja, brav ist er. Hä? Wollt ihr mich veräppeln, oder was? Bin ich denn blöde? Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Wo sind die Overalls hin? Ach, ich gucke bei mir. Ach. Hey! Und ich wundere mich auch gar nicht. Ja. Hat keiner gemerkt, oder? So, meine Liebe. Schön, Sie wiederzusehen. Ja. Zimmer hätte ich nicht gerne. Ich habe alles Mögliche. Vault-Souvenirs, Vault-Waren, Vault-Maschinen, Vault-Andenken und Vault-Anzüge. Und, naja, eine Menge andere Vault-Dinge. Brauchen Sie noch mehr Vault-Ausrüstung? Wenn Sie mir Vault-Anzüge bringen könnten, würde ich es absolut gut entlohnen. Ich meine echt. Aber es muss gutes Leder sein, okay? Für den richtigen Preis könnte ich vielleicht aushelfen. Würden Sie? Würden Sie wirklich? Das würde mir sehr weiterhelfen. Ich bezahle gutes Geld für jeden Anzug. In Ordnung, so gut wie erledigt, aber... Rumsa Overalls? Vielen herzlichen Dank. Wie jetzt Rumsa Overalls? Schön, Sie wiederzusehen. Ah, ich habe hier Vault-Ausrüstung für Sie. Tatsächlich? Wunderbar. Sehen wir uns mal an, was Sie mir bringen. In Ordnung. Dafür bekommen Sie eine Menge Kronkorken. Möchten Sie alle Ihre Vault-Anzüge jetzt gleich eintauschen? Yeah. Das würde mir gefallen. Oh, das macht mich so glücklich. Sehr Sie gut. Sind der Hammer. Ja. Und wir haben das Gewicht los und können wieder gehen. Okidoke. So, wir wollten dann weiter die Questen. Und zwar... Ne, wir wollten auch noch verkaufen. Vielleicht können wir ihr so noch was verkaufen. Hallo! Hat die überhaupt noch Geld jetzt? Dazu müssen wir erstmal die Sachen haben, die wir verkaufen wollen. Ja, endlich! Wenn ich mit den Feuchten... Ja, endlich! Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, nein. Oder? So. Neuner Eisen, Flammenwerfer, Plasmawerfer, Granatwerfer, Schall, bla bla... Also, die hat ja scheinbar viel Geld hier. Na, wenn das nicht der Vault... Danke. Dann. So. Was willst du haben? Du willst das hier haben, ne? Ja, natürlich. Das war's auch schon. Toll. Auf Wiedersehen. Okay, wir sehen uns. Wir müssen noch ein paar Leute finden, denen wir Sachen verkaufen können. Das nützt ja nichts.
Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Richtig. Ja, also das war jetzt nicht so ganz zielführend, obwohl wir haben ordentlich Kohle nochmal wieder eingenommen. Wir wollen dann vielleicht auch irgendwann wirklich was von den besseren Sachen holen. Der Michelangelo, der kann uns vielleicht noch ein paar Sachen abnehmen. Hätte darauf wetten sollen, dass wir den Anführer der Unholde umnieten. Reisen da, wir speichern mal lieber, sonst muss ich die ganzen Dialoge nochmal gleich führen. Und wir haben ein Jubiläum, 250 Mal gespeichert, wer hätte das gedacht. Übrigens haben wir hier auch diesen einen Typ noch nicht gefunden, ne? In der Garage. So, wir auch mal gucken, wo er ist. Wo wir gerade mal hier sind. Authorized Personnel Only. So, wir haben da hinten, draußen. Da war doch gerade jemand. So, sind da zwei Leute, ne? Einmal sie hier, mit der haben wir schon Hallo, gesprochen. Was kann ich für Sie tun? Und einmal reden wir mit dem Angelo-Typen hier. Oh, das ist ja richtig riesig hier. Ach, der pennt. Also alles, was wir hier nehmen würden, würden wir stehlen. Das lassen wir mal lieber. Oh, hallo, ich bin Michelangelo. Hallo. Wie kann ich... Moment mal, bringen Sie weitere Plakataufträge? Sagen Sie mir bitte, dass Sie kein Bote von Mr. House sind. Nein, ich bin nicht wegen so etwas hier. Wer sind Sie? Das höre ich sehr gerne, wirklich. Ich bin Sheldon aus Vault 21. Hier bin ich jedoch unter meinem Künstlernamen Michelangelo bekannt. Also, was bringt Sie hierher? Auch das noch, Michelangelo. Ein Künstler, sowas sieht man selten. Erzählen Sie mir doch von sich. Naja, da gibt es eigentlich nicht viel. Vault 21 war mein Zuhause, mein liebstes Zuhause. Ich verließ es, um die Außenwelt zu erkunden. Anfangs war sie ein echtes Wunder. Meine Inspiration sprudelte und machte Mr. House auf mich aufmerksam. So bin ich an diesem Ort gelandet. Klingt, als ob es Ihnen hier nicht gefällt. Was stimmt denn hier nicht? Ich fühle mich von etwas Schrecklichem heimgesucht. Von diesem gewaltigen Atelier kriege ich Gänsehaut. Ich komme nicht mal vom Strip weg. Die Angst von der Außenwelt entzieht Ihnen also die Inspiration? Ich glaube ja. Aber ich bitte um Schweigen darüber. Ohne Inspiration bin ich so wertlos wie ein Sandkorn im Wüstenödland. Medizin 55. Sie zeigen deutliche Symptome einer akuten Agoraphobie. Ich kann Ihnen helfen. Ah, ein gebildeter Zeitgenosse. Richtig. Fast so selten zu finden wie wahre Kunst. Also, wie können Sie mir helfen, meine Inspiration wiederzufinden? Einige Jahre Psychotherapie und ein paar tausend Kronkorken im Monat werden helfen. Nein, ich kenne diesen Typen in Freeside, der richtig gut bei Trepränotation ist. Hören Sie auf! Tut mir leid, aber mit meinem Gehirn stimmt alles. Ich brauche etwas, das meine Arbeit wieder mit Ideen inspiriert. Gehen Sie raus in die Welt und finden Sie Inspirationen. Was hat das mit meinen... Egal. Ich kann nicht einfach rausgehen, kapiert? Es muss eine andere Möglichkeit geben. Ja. Ich könnte Sie ins Ödland eskortieren. So übel ist es nicht, wenn man es erstmal da ist. Danke für das Angebot. Aber ich glaube nicht, dass ich... Moment mal, ich hab's. Ich muss ja nicht unbedingt vor Ort sein. Was soll das heißen? Ja, das ist es. Ich habe eine Kamera. Sie ist alt, funktioniert aber noch. Könnten Sie mir Bilder inspirierender Sehenswürdigkeiten bringen? Ich werde Ihnen helfen. Hatten Sie an bestimmte Sehenswürdigkeiten gedacht? Ich wollte schon immer den Dinosaurier mit seinem Thermometer in Novak sehen. Und das berühmte Bison-Steve-Schild. Die Schilder von McCarran Airfield und Helios One wären interessant für meine Arbeit. Genau wie die Flasche des Stammsitzes von Sunset Salsa Parilla. Mal überlegen, durch die halbe Welt laufen oder sie jetzt vertrimmen? Nein.
Komm, danke sehr. Dazu. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Ja, ich bin ja netter Bitte Mensch. Bringen Sie mir alle Bilder. Ich werde Sie entsprechend entlohnen. Mhm. Oh, und kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie mehr Filme benötigen. Danke nochmal. Typ E, Diagnose beendet. Beginn der Aufzeichnung. Ich bin Whitley, Forscher auf der Adams Air Force Base. Bis vor kurzem war ich Leiter des Duraframe-Verstärkungsprojekts für Kampfversion Augenbots. Was ist denn jetzt los? Der Augenbot iBot Duraframe Typ E ist sowohl Prototyp als auch letztes funktionsfähiges Modell dieser Testreihe. Er wurde für zahlreiche wichtige Upgrades vorbereitet. Da das Projekt gestrichen wurde und alle Duraframe-Mittel in die Höllenfeuerrüstung fließen, schicke ich dieses Modell zum Navarro-Außenposten zurück. Okay. Falls Sie dieses Log in einem unserer Enklave-Außenposten in Chicago abhören, dann reparieren Sie diese Einheit, damit sie weiter nach Navarro kann. Ja, aber dann würden wir, glaube ich, Edie verlieren, ne? Weil der ist ja irgendwie nur ohnehin auf Besuch bei uns. Also, gehen wir wieder raus, haben einen neuen Quest bekommen, immerhin, von Michelangelo. Der möchte, dass wir das halbe Ödland führen, fotografieren. Na, ganz toll. Das muss er aber dann bitte schon reichlich entlohnen, weil sonst ist das wirklich sehr viel mühevolle Arbeit für nichts. Oder so. Okay. So, wir waren bei der Aufgabe. Den Kuckuck zu vermöbeln. Und der befindet sich natürlich wieder hier in den Ruinen. Was ist hier? Achso, das ist ein Typ, mit dem wir noch sprechen können. Okay. Dabei gehen wir uns mal zu den Ruinen. Und dann muss ich aber auch gleich schon wieder mit der Aufnahme aufhören. Denn da sind noch zahlreiche andere Dinge für mich heute zu erledigen. Trotzdem begeben wir uns mal eben hier in die Richtung zumindest. Müssen wir da vorne rein oder ist das dann, weil er mir hier jetzt nicht den Eingang als das einzeigt, was es eigentlich sein sollte, was mich gerade ein bisschen irritiert. Ist das denn hier in der lokalen Map schon drauf? Ja, dann haben wir wieder ein bisschen Gemetzel vor uns, wie es scheint. Oh, Edie macht schon wieder Action. Ja, jetzt ist der Kopf verkrüppelt, ne? Da triffst du mich nicht mehr so gut. Ich glaube, ich hätte doch diese 15 extra Punkte im Wetz nehmen sollen. Und ich glaube, ich muss auch mal meine Waffe wieder reparieren. Sieht nicht mehr so ganz so gut aus. Und wir nehmen eben einen Stimpack. So. Es scheint also in der Tat, dass wir in die Richtung weiter müssen. Habe ich auch meine richtige Ausrüstung an? Ich habe schon wieder den Eindruck hier, dass ich so schnell Energie verliere. Und hier sehen wir, sind auch Freunde. Das ist interessant. Das könnten natürlich auch diese Brahmin sein. Ich weiß es nicht. Ich bin mir ebenfalls sicher, dass so der eine oder andere von euch vielleicht jetzt schon so eine richtig dicke Wumme hat und so. Aber das ist so nicht mein Ding irgendwie. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich würde sagen, dieses Pack machen wir noch und dann endet diese Folge und auch leider schon wieder diese Staffel. Im Moment ist meine Zeit ist echt sehr, sehr dünn gesät. Haben wir eigentlich... Ist der Revolver... Der Revolver, haben die mehr Schaden? Würde ich die auch mal wieder nehmen. Erstmal nehmen wir noch ein Stimpack. Aha. Sind da in diesen Räumen drin hier? Okay. Muss ich da vielleicht doch rein? Oder erwischen wir hier draußen auch noch einen? Da hinten läuft einer rum.
Ja, und Idi macht wieder so viel Krach, dass hier wir das gesamte Ödland pullen. Ah, da sind sie. Schaust dir wohl gerne selbst beim Bluten zu. Oh, das Nachladen ist aber sehr unvorteilhaft. Muss ich gerade feststellen. Selbst. Also wenn wir immer da so eine halbe Stunde nachladen. Aber das kann man auch skillen. Also es gibt da einen Skill dafür, der das Nachladen beschleunigt. Das wäre dann wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ja, und ich muss nochmal darauf hinweisen, wir spielen das also komplett auf normal. Also nicht irgendwie Pussy-Mode. Da gibt es noch zwei Stufen drunter. Aber ich werde möglicherweise irgendwann mal umstellen. Weil das ist für den Spielflow... scheint mir das alles nicht so ganz geeignet. Oh, da ist er. Oh, der Typ hat es aber echt hin. Oh oh. Der Typ ist ein härteres Kaliber. Außerdem habe ich schon wieder meinen Kopf kaputt. Ja, Idi macht hier Lockvogel und wir können ihn einfach mal umlegen. Standardflammenwerfer. Das Problem ist, ich habe den Kopf so ein bisschen kaputt gemacht. Hm. Sollten wir eigentlich nicht. Mantets. Lichtbogenhelm. Bringt jetzt nicht so viel Metallrüstung. Beweglichkeit minus 1. Jo, liebe Freunde, das war's. Wir können jetzt zu Major Daedry zurückkehren. Sollen wir das auch noch eben machen? Komm, das machen wir noch eben. Und ja, dann endet diese Staffel schon mal ein bisschen schneller. Aber ich habe ja das Problem, ihr kennt das ja, ich vergesse das dann bis zum nächsten Mal wieder, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Deswegen gehen wir das eben sofort ab. Und wenn es abstürzt, dann haben wir Pech gehabt. Außerdem brauche ich einen Arzt, aber hier war ja keiner, ne? Das war irgendwie so das Problem. Ja, und dann müssen wir noch einen töten. Ich weiß gerade gar nicht. Achso, das war ja erst der erste, ne? Der andere war für Colonel Shu. Was ich aber ein bisschen komisch finde, ist, dass man immer nur einen nach dem anderen machen kann. Ich weiß jetzt nicht, was der Grund dafür ist. Naja. Sie scheinen noch am Leben zu sein. Yo. Und ich komme wegen eines Kopfgeldes. So, Sie haben einen der Psychopathen auf meine Abschussliste umgenietet. Dann zeigen Sie mir mal den Kopf des Drecksacks. Ja, das ist Kuckuck. Hat der schon immer so gerochen? Auch vor dem Tod? Und die Unholde haben den Essen kochen lassen? Tja, das ist die Abrechnung für mindestens eine meiner Soldatinnen. Wird froh sein, dass er tot ist. Hier sind Ihre Kronkorken. Ja, bis bald.